Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her, gib sie wieder her. Sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr, sonst wird dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Weidmanns Heil und herzlich willkommen zu den digitalen Seitenblicken. Der Hubertus-Club Linz und der Jagdclub Diana veranstalten auch dieses Jahr wieder den legendären Jägerball und ich mische mich jetzt gleich ein bisschen unter die Jäger. Herr Dr. Biesinger, ich würde gerne die allgemeine Funktion eines Jägers wissen. Der Jäger ist eigentlich der richtige Tierschützer. Wir hegen und pflegen das Wild, wir schützen die Natur, wir sind der Vertreter, der Anwalt der Natur und des Wildes. Das sind Schlagworte, die man nicht nur sagt, sondern die wir auch leben. Was war Ihre stärkste Trophäe? Das war ein 16-Ender, ein Hirsch aus Eisenerz. Ich hätte gerne einen zerlegt, einen Hirschen oder ein Wildschwein, aber ich beginne zu jagen. Ich habe gerade die Jagdprüfung gemacht und deswegen beginne ich erst zu jagen. Ich bin absolut kein Trophäenjäger. Ich erfreue mich so an der Jagd, aber die Trophäe ist für mich nur nebensächlich. Ich hoffe, hier am Jägerball ist es eine nette Dame. Nein, war ein Scherz, ich bin natürlich mit einer netten Begleitung da. Darf ich kurz meine Begleitung ins Bild holen? Also das mit der Trophäe, das ist glaube ich jetzt unpassend. Ein kapitaler Hirsch, den ich anlässlich meines 40. Geburtstags geschossen habe, war sicher ein tolles Erlebnis. Aber absolut meine stärkste Trophäe im privaten Leben, wenn Sie das auch meinen, ist natürlich meine liebe Gattin. Jetzt auf Frauen bezogen, jagst du nur im eigenen Revier oder gehst du auch ein bisschen wildern im Nachbarrevier? Ja, das Wildern ist ja normalerweise nicht erlaubt, oder? Aber man probiert alles, was man kann. Na, grundsätzlich bleibt man schon im eigenen Revier, aber wenn das Nachbarrevier nicht direkt besetzt ist, dann kann man sich natürlich einmal auch überwagen. Ich habe 3 entzückende Frauen, meine Ehefrau und 2 Töchter. Ich habe gar nicht die Kraft oder die Energie, auch noch woanders zu jagen. Nachdem ich Gott sei Dank kein Jäger bin, und lernen durfte, dass die Jäger so viel auch Jägerlatein haben, muss ich sagen, Schürzenjäger, den Ausdruck kenne ich nicht. Jetzt wird gleich der Heiligenschein eingeblendet. Der hilft bei mir deshalb nichts, weil ich war 9 Jahre bei den Franziskanern, habe 9 Jahre um 6 Uhr früh in die Kirche gehen müssen, ich habe den Heiligenschein automatisch. Deswegen. Ich bin geblendet. Herr Singer, Sie sind ja kein Jäger. Sind Sie wenigstens dem Jägermeister nicht abgeneigt? Ja, es ist zum ersten Mal richtig, dass ich kein Jäger bin. Mit dem Jägermeister habe ich auch relativ wenig am Hut, aber dafür gefällt mir die Jägerei so an sich als Zunft sehr gut.